Hallo und Servus zu dieser Ausgabe von Matthias kocht. In diesem Video zeige ich dir 8 Tipps und Facts zum allgemeinen Umgang mit der KitchenAid Küchenmaschine KSM 175. Los geht's! Erstens, die KitchenAid hat nur 300 Watt, andere Küchenmaschinen viel mehr. Das alleine ist nicht zwingend aussagekräftig. Die Wattzahl sagt zunächst nur etwas über den Stromverbrauch aus. Wie viel Energie letztendlich beim Rührwerk ankommt und welche Auswirkungen das auf das praktische Arbeiten der Maschine hat, hängt unter anderem auch von der Rührwerkart ab. Tatsächlich relevant ist die Leistung vor allem bei schweren Teigen. Die KitchenAid bietet mit ihrem Direktantrieb laut Anleitung jedenfalls genug Leistung für 1 Kilogramm Mehl Typ 550, welches bei der Verarbeitung übrigens nochmal etwas zäher und fester wird als das gängigste Mehl Typ 405 oder 800 Gramm Vollweizenmehl. Zweitens, ich habe ja bereits ein Review zum Vorgängermodell gemacht, in dem vor allem die Rühraufsätze ziemlich schlecht weggekommen sind. Minderwertige Materialien und Beschichtungen, die absolut nicht der Wertigkeit der Maschine entsprechen und zudem nicht spülmaschinenfest sind hier leider Programm. Umso mehr freut mich meine neueste Entdeckung. Spülmaschinenfeste Rührwerke aus Edelstahl von der deutschen Firma Chimhook. An dieser Stelle aber erst einmal vielen Dank an Anni, die mich mit ihrem Kommentar auf die Rühraufsätze aufmerksam gemacht hat. Ich habe daraufhin die Firma kontaktiert und wollte einfach einmal wissen, ob ein kleiner Kanal wie meiner die Möglichkeit hat, so etwas zu testen. Und ich hatte die Möglichkeit, denn ich habe dann quasi den Vater des Chimhooks, Thomas Chimmel aus der Nähe von Düsseldorf, kennengelernt. Und Thomas hatte dieselben Probleme wie ich mit den Originalrühraufsätzen. Nur ist er zufälligerweise Werkzeugmacher und Physiker. Er hat sich dann einen Edelstahl-Knethaken gebaut, der nach einigen Messungen, Tests und deutscher Ingenieursarbeit so gut wurde, dass er gleich ein paar mehr machen musste. Und das Sortiment wurde mittlerweile um den Schneebesen Jim Whip erweitert. Mehr zu Thomas' Geschichte verlinke ich aber in der Infobox. Ich habe die Rührwerke jetzt einige Zeit getestet und kann sagen, sie sind wirklich der absolute Hammer. Sie liefern wesentlich bessere und ruhigere Rührergebnisse, weil sie durch die hochwertige und massive Verarbeitung deutlich schwerer sind als die Originale. Selbst der Schneebesen Jim Whip ist total formstabil und an allen Enden sauber verarbeitet. Das sind wirklich Rühraufsätze, die man im Gegensatz zu den Originalen zusammen mit der Maschine vererben kann und die der Wertigkeit der Maschine absolut entsprechen. Und das verwundert auch nicht, denn neben der ausgeklügelten Konstruktion ist das Material Edelstahl nun einmal unübertroffen und meine erste Wahl bei Werkzeugen zur Verarbeitung von Lebensmitteln. Durch die glatte, stabile Oberfläche ist es bekanntermaßen rostfrei und korrosionsbeständig und auch bei intensiver Nutzung entstehen kaum Kratzer oder Abreibungen. Die Oberfläche bleibt glatt, Keime und Bakterien haben keinen Halt. Es widersteht verschiedensten Reinigungsmitteln und Säuren und nach dem Arbeiten kommt alles einfach in die Spülmaschine. Kein Anlaufen, keine Verformungen, keine abblätternden Beschichtungen, kein Rost. Einfach nur angenehm hochwertig. Die Links dazu gibt es natürlich auch unten in der Infobox. Drittens, für welche Art von Teig verwendet man nun eigentlich welchen Rühraufsatz? Den Knethaken für schwere Brotteige, Nudelteige und jeden Hefeteig, maximal bis Stufe 2. Den Flachrührer für normale Rührteige, Keksteige, Backmischungen bis höchstens Stufe 6 und den Schneebesen für leichte Schaummassen wie Sahne, Eischnee, Cremes oder zum Beispiel Kartoffelbrei. Viertens, bleiben wir noch bei den Rühraufsätzen, denn eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist das Neueinstellen des Rührwerks. Das ist in der Regel nie nötig, vor allem nicht bei neuen Maschinen und auch nicht bei den Chimhook-Aufsätzen. Auch alle anderen Rührwerke und Schüsseln von KitchenAid selbst
sind so aufeinander abgestimmt, dass eine Änderung der Einstellung nicht nötig ist. Sollte es doch einmal nötig sein, weil zu viel am Schüsselrand bleibt oder die Rühraufsätze sogar an der Schüssel schleifen, folge am besten den Anweisungen im Handbuch und verwende zum Einstellen den Flachrührer. Fünftens. An vielen Stellen sieht man Küchenmaschinen mit einem Druckring an der Antriebswelle. Neuerdings auch immer mehr Maschinen, die diesen nicht haben. Das liegt ganz einfach daran, dass es sich um unterschiedliche Modelle handelt. Alle sind eine KitchenAid Artisan, allerdings mit unterschiedlichen Modellnummern. Diesen Ring gab es bisher nur bei deutschen Modellen, da der TÜV diesen Ring als zusätzliche Sicherung an der Antriebswelle sehen wollte. Scheinbar wurde mittlerweile darüber nochmal neu verhandelt, sodass seit dem aktuellsten Modell KSM 175 wie in allen anderen Ländern auch kein zusätzlicher Ring nötig ist. Die sonstigen Unterschiede sind auch eher kosmetisch. Das Schriftband hat beispielsweise keinen KitchenAid-Aufdruck mehr, sondern eine Prägung. Sechstens. Häufiges Problem beim Schaumigschlagen von Butterzucker und Eiern mit dem Flachrührer bei einem Rührteig. Es bilden sich Butterreste am Rand der Schüssel, die nicht komplett untergerührt werden. Ändere dazu doch einfach mal die Reihenfolge. In vielen Fällen ist es nicht nötig, mit Butter und Zucker zu beginnen. Schlage zuerst die Eier mit dem Zucker, schlage dann die angeschmolzene Butter unter und verfahre mit dem Teig weiter, wie im Rezept angegeben. Siebtens. Zum Schluss nicht vergessen, solltest du Originalrühraufsätze verwenden, nimm sie von der Welle und klappe die Maschine nach unten, wenn deine KitchenAid eine längere Pause genießt. Es kann nämlich sein, dass das Aluminium beginnt auszublühen und die Aufsätze sich so fest fressen und nur schwer wieder heruntergehen. Mit Edelstahlaufsätzen besteht diese Problematik nicht und man kann die KitchenAid dauerhaft in Szene setzen. Das waren die 7 Tipps zum allgemeinen Umgang mit deiner KitchenAid. Falls du noch mehr hast, lass sie uns wissen und gib sie gerne unten in den Kommentaren ab. Ich sage bis zum nächsten Mal. Servus!